Taktisches Foul von Olise. Lisa Rasu, Scholl. Und mit Scholl. Berg. Lisa Rasu. Elber. Lisa Rasu. Gegen Evan Nilsson. Vorbei. Und Tor. Roque Santa Cruz. Und das kam so. Elber. Und jetzt vernascht Lisa Rasu Evan Nilsson. Santa Cruz löst sich, weil Burns angreift. Und das macht der junge Mann aus Paraguay klasse. Sein viertes Saisontor. Aber vorbereitet vor allem hat es Vicente Lisa Rasu. Wunderbar gespielt. Bobic. Handspiel von Lisa Rasu angezeigt, aber es war außerhalb des Strafraums. Also zumindest aus der Distanz habe ich so gesehen. Und der Franzose kriegt Gelb. Das ist seine dritte. Hat er ziemlich hoch gepokert, war nah dran an der Strafraumgrenze. Rosicki. Anderson. Didi. Hitzfeld sagt, er ist gerade in Auswärtsspielen. Auch für überraschende Dinge mal gut. Und auch im Abwehrverhalten. Freistoß, Scholl. Santa Cruz. Ado. Beide Trainer eigentlich permanent auf Ballhöhe und Kufur sehr lebhaft, kriegt jetzt eine Gelbe, weil er den Freistoß verhindern wollte, die Ausführung beziehungsweise. Die Dortmunder Fans glauben schon daran, dass man diese Meisterschale hierher holen kann in diesem Jahr. Auch wenn Matthias Sammer da sehr schnell in Flachatmung verfällt, wenn er sowas hört. Ja, da kam Jeremis sehr spät gegen Bobic. Aber das war mit offenem Visier und beide gingen zum Ball. Insofern ganz sicher nicht gelb. Ein bisschen tiefer die Sohle würde man sich wünschen, sonst kann sich da der Gegner sehr wehtun. Also insofern nicht böse, aber ein bisschen fahrlässig dieser Angriff. Also jetzt Olise. Elber bei Ado und jetzt geht's rund. Und angefangen hat, glaube ich, Elber. Evan Nilsson versucht, Elber zu beruhigen. Die Schiedsrichterassistenten assistieren jetzt wirklich, wie beim Eishockey ist das fast. So, und Strampe sortiert jetzt
was da zu sortieren ist. Und ich glaube, es wird Gelbes geben. Also Giovane Elber war da sehr vehement. Es ging darum, die Mauer zu stellen. Und Otto Addo wollte sich da in feindliche Linie schmuggeln. So, lass uns einen Moment warten. Was gibt's? Es gibt Kärtchen für niemanden, sondern eindringliche Worte an Addo und dann doch Gelb für beide. Damit ist Elber kommende Woche beim Heimspiel gegen Schalke gesperrt. So. Ja, da ist Elber noch ganz gut bedient. Und jetzt nochmal. So, und jetzt wird Addo ein bisschen heftig. Also die Gelbe ist durchaus nachzuvollziehen für beide. Wobei Elber, wie gesagt, auf der Rasierklinge geritten ist eben. Ja, da hat er versucht, direkt Addo anzuspielen. Scholl, Evan Nilsson. Auch da ist griechisch-römisch eher als Fußball zu sehen im Moment. Alle lang mit vorne, auch linke. So, Rosicki. Konter im eigenen Stadion. Verfolgt von Lizarazu, der reißt ihn zu Boden. Und jetzt gibt es Gelb-Rot. Und absolut in Ordnung. Durch diesen dämlichen Freistoß, den sie wirklich schludrig ausgeführt haben, haben sie sich selber in diese Position gebracht, die Bayern. Lizarazu dann nicht schnell genug gegen Rosicki hinterher und das ist absolut in Ordnung. Ich denke, sie werden es auskaspern jetzt. In aller Freundschaft. So, also, Achtung, Rosicki. Jetzt kommt Lizarazu und jetzt nimmt er den Arm und reißt ihn zurück. Also dafür gibt es überhaupt kein Diskussionsbedarf. Die Bayern mit 10 Mann und wir haben noch nicht mal 35 Minuten gespielt. Dortmund ein Tor hinten, aber einen Mann vorne. Gegen Rosicki und die nächste Gelbe. Jeremis und die geht in Ordnung. Seine sechste. Also Strampe bisher alles richtig gesehen und die Bayern mittlerweile mit 3 gelben Karten und einer Hinausstellung. Das kann ein langer Abend werden. Fehlt was. Kufur, Ricken. Wenn irgendwo bei Bayern eine Lücke klafft, dann muss der brave Salihamidžić ran. Der ist jetzt auf links hinten. Olise kommt sofort weit vor und fault jetzt Jeremis. Und Kufu fordert Gelb, dafür kann er auch bestraft werden. Also Olise kriegt jetzt die Gelbe und Kufu ist nah dran an Rot-Gelb.